Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten den Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Wir werden geentert und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Risen 3 Titanlords. Jetzt geht's ab und jetzt geht's richtig los und bevor ich so richtig was erzähle, fangen wir erstmal an und schauen mal, was das Tutorial, der Tutorial-Abschnitt so zu bieten hat für uns. Ausweichen, schnell weg, genau. So, ich habe gerade schon mal eine kleine Testrunde gemacht, ist einfach nur um den Ton und alles soweit, ne, zu testen. Wow, hallo, bam. Und noch einmal. Und bäm. Und mit dem Kopf auch nochmal. Und bäm. Okay. Das war's für den ersten Schergen. Der ist tot. Und jetzt würde ich sagen, Patty braucht meine Hilfe. Wo ist Patty? Das kriege ich hin. Schiffskanone. Zweite Waffe. Bäm. Ja, ich bin deswegen also schon mal ein kleines bisschen... Oh, Alter. Hey, du Arsch. Kann doch nicht sein, dass du dich hier wehrst. Was soll denn das? Zack. Weg mit dir. So, ja, das ist nur das Tutorial. Ich komme dann gleich nochmal zum richtigen Start-up des Projekts. Und schnipp. Schnipp. So, komm, Paddy, wir springen mal darüber und dann kämpfen wir gegen den Schergen. Ah. Aua. Er blockt alles, der Sack. Aua. Ja, schwerer Angriff. Du bist ein Witzbold. Bäm. Müsste ich nicht eigentlich seinen Block so ein bisschen mit dem schweren Angriff wegschlagen können? Ich weiß es nicht. Okay, den hätten wir. Jetzt kommt noch einer. Habe ich keine Pistole mehr? Ach, komm schon. Erstmal einen Rumsaufen nebenbei. Und zack. Oh, der hat gesessen. Ich glaube, das mit den aufgeladenen Angriffen bringt momentan noch nicht so viel. Bäm. Also ich stelle mich gerade ein bisschen an, aber das macht nichts, oder? Das ist halt so wild. Komm schon, du kleiner Scherge. Ja, ja. Du brauchst den nicht 30 Mal auf den Kopf stechen. Der ist schon tot in den Kopf stechen. Und dann kommt der Dicke. Ich habe übrigens... Achso, das erzähle ich dann nochmal. Hier brauche ich übrigens nicht mit schweren Schlägen anfangen. Das bringt nichts. Komm schon. Aua. Okay, den hätten wir. Sehr schön. Und da kommt Crow. Wer damals meinen Risen 2 Let's Play gesehen hat, weiß, dass Crow tot ist durch unsere Hand. Oh yeah. Und ja, jetzt kämpfen wir gegen Crow. Warum auch immer, aber der sieht ein bisschen gespenstisch aus, ne? Also nicht, dass das jetzt wirklich wie ein Geist aussieht, sondern eher wie ein, naja, grünlich angemalter Typi. Aber, naja. Grafisch ist Risen 3 jetzt nicht so mega extrem. Ist nicht schlecht, aber es ist auch schon ein paar Jahre alt vor allem, ne? Aber, naja. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, wir haben es geträumt. Ah. Dieser Dreckskerl. Dieser Dreckskerl, hey. Hey, Schnuckel. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Was springt denn ins Land? Was springt uns denn da ins Auge? Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? 12 Wochen. Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. So, und damit hallo und nochmal willkommen. Und damit hallo, ja, wie rede ich denn? Und damit, ja, nochmal willkommen zurück zum Let's Play. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen sagen, bevor es hier richtig losgeht. Ich habe mich schon wieder zweimal verhaspelt, super Sache. Folgendes. Erstens, wir spielen dieses Spiel auf schwer, da ich der Meinung bin, dass das Spiel relativ leicht ist. Ich habe das damals, als das rauskam, einmal durchgespielt, seitdem nie wieder. Das war damals
Wann war denn das? Keine Ahnung. Ich bin mal wieder völlig unvorbereitet. Ich schreibe es mal oben in die Ecke rein, ne? Wann das jetzt hier losging, wann das Spiel erschienen ist. Und ja, deswegen spiele ich das jetzt auch schwer. Ich hatte das damals, fand ich sehr leicht, war das zum Durchspielen. Und boah, meine Nase krabbelt. Okay, es geht wieder. Ja, also wir nehmen jetzt mal den Schlüssel mit hier. Wie gesagt, das wird jetzt halt auf schwer durchgespielt. Ansonsten, ja, was gibt's zu sagen? Die ersten zwei Teile habe ich schon let's played. Wenn ihr das sehen wollt, dürft ihr gerne mal reinschauen auf meinem Kanal. Findet ihr da die ersten beiden Teile. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los. Ich werde jetzt nicht so viel vorher verlieren. Das läuft wie immer als Stream, jeden Mittwoch 18 Uhr, außer es kommt mal was dazwischen, das kann natürlich passieren. Wir plündern hier mal die Truhe. Was das alles ist, zeige ich euch gleich, erkläre ich euch später. Wenn wir öffnen, genau. Ja, und dann, wie gesagt, jeden Mittwoch 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal Ricus Longus könnt ihr das sehen. Und ansonsten wird es dann jeden zweiten Tag, außer Sonntag, hochgeladen als YouTube-Video. Also je nachdem, wo ihr das jetzt seht, schaut doch mal entsprechend die für euch passende Plattform, vielleicht auch die andere mal mit an. So, wir rüsten uns aber was aus. Eine Stahlbartsklinge, Duellpistole, das ist unsere Zweitwaffe, ein Dreispitz als Hut, ein guter Mantel, eine Hose haben wir schon an, Schuhe haben wir auch schon an. Tja, und sonst gibt's nichts mehr, ne? Ja, genau, das war übrigens damals die Collector's Edition, die ich mir gekauft habe. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Habe ich nämlich hier, habe ich mal was vorbereitet. Damals gab es hier so eine, mal sehen, ob man das sehen kann, so eine schöne Box, die war relativ, ups, zu weit drüben, relativ dick, da war ziemlich viel Zeugs drin. Das meiste davon ist nicht so besonders mega gut, da sind ein paar Karten drin, ein Artwork, Buch, Artbook, wie nennt man diesen Krams? Das muss ich doch mal rausholen, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Der Almanach, der Risen 3 Almanach, hier zu sehen. Moment, ich bin jetzt dabei, warum nicht, ich zeig's euch mal. Wenn ich das schon habe, so ein paar Postkarten sind drin, dieser Almanach. Mit diversen Bildchen von Patty und was auch immer noch so, ich seh's gerade nicht, weil falsche Seite. Ja, okay, ne, genau das so. Und da war auch noch ein schönes Steelbook drin, was durchaus schick ist. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen, dass es sich spiegelt. Ne, also das fand ich damals ganz gut. Das habe ich übrigens noch nie gemacht, sowas zu zeigen am Anfang des Let's Plays, aber da das einzige Spiel ist, das ich mir jemals als Collector's Edition gekauft habe, weil ich so ein großer Gothic-Fan bin und Risen 1 und 2 gut fand, vor allem den ersten Teil, der war besser als der zweite, habe ich mir gedacht, ich zeige das jetzt einfach mal. Und ja, ne, wie gesagt, Collector's Edition damals deswegen gekauft. So, okay, wir sind ausgerüstet, auf geht's nach draußen. Und jetzt beginnt das Spiel auch wirklich. Und willkommen in der Karibik, in der Krabbenküste. Ja, damals wurde mir gesagt, oder ich habe mich informiert, bevor das Spiel rauskam, Risen 3, Titan Lords, da kommt ein Spiel, das ist düster, das ist böse, das ist, ne, also so Gothic-Stil und, so, und Risen-Stil, alles rau. Schatz, den die Südsee je gesehen und hat, heben und robust wollen, und so, ne, und dann kam das. Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen von Patty voll quatschen. Komm schon, Brüderchen, und ich finde halt, ne, der erste Eindruck, das ist so bunt. Warum? Also, ich finde das schön, das sieht alles ganz cool aus, aber warum ist das so bunt? Na gut, okay, wie gesagt, ich weiß, dass es nur die erste Welt ist, die so ein bisschen extrem bunt ist. Ich mag übrigens diesen Kampf hier überhaupt nicht. Ich kann übrigens Ratten abwehren, wow. Stirb! Okay, kann ich die looten? Rohes Fleisch erhalten. Ja, die ist schnell gelootet. Habe ich jetzt die Erfahrung bekommen für Pattys Kill? Was haben wir denn hier? Eine Schädelblüte. Ja, sehr schön. Goldsack. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das jetzt hier im Zusammenhang steht mit den Pflanzen und so weiter aus den ersten beiden Teilen. Und ja, ne, wir werden uns jetzt einfach hier mal ein bisschen umschauen. Hallo. So ein schönes, klares, blaues Wasser. Ich finde das super. Ja, okay. Und dann, ja, mal schauen, wie lange wir hier so ein bisschen vorankommen, wie lange wir brauchen für den ersten Abschnitt, den man, naja, ich nenne das mal Tutorial ist nicht das Richtige. Kapitel 1, der erste Tempel, so nenne ich das mal. Der alte Tempel, meine Fresse. Das ist der alte Tempel. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Und was ich schon mal erwähnt habe, es gibt jetzt hier wieder Scavenger. So, denn, nur mal so als kleine Information, Gothic 1, 2, 3 war von Yowood, ne? Von Piranha Bytes und Yowood. Sowas auch bei, Simon, nee, ich erzähl Mist. Sowas nicht mehr bei, ja, da gehe ich doch, Patty, jetzt nerv ich doch mal nicht, ich erzähl hier gerade was. Sieht du blöde Kuh. Aus, als ja, ja. Wie ich mir schon dachte. Ja, ja. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Fein. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas.
ist schon klar. So, erstmal wollen wir die Scavenger auslooten. Also, nochmal kurz zur Geschichte. Ich habe es, glaube ich, schon im zweiten Teil von Risen mal erzählt. Also, die ersten drei Gothic-Teile waren bei Yovot. Danach gab es Streitereien zwischen Piranha Bytes und Yovot. Also, Yovot ist der Publisher, Piranha Bytes der Entwickler. Und, ja, dann hatte Yovot die Rechte und Piranha Bytes hat mit Risen angefangen. Als Risen 3 rauskam, hatte allerdings Piranha Bytes die Rechte wieder zurück, da die Verträge mit Yovot ausgelaufen waren. Und damit gab es auch die ganzen Tierchen und die Möglichkeit, die ganzen Tierchen und Sachen aus den Gothic-Teilen wieder mit ins Spiel zu bringen. Und das haben die hier gemacht. So, komisch erklärt. Jetzt wisst ihr aber, worum es geht. Ne? Markiere einen Quest. Ja, ja. Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Kappenküste hat eine Schatzkarte dabei. Ja, okay. Das könnt ihr euch durchlesen. Ich mach's jetzt kurz, ne? Der Kerl hatte eine Schatzkarte so, dabei. So, und auf der Karte unten links sehen wir Schau jetzt so einen roten auf Pfeil. Der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt müsste auch passen. Er liegt ne, noch nicht lange da. Wunderbaren Face ich da oben links. Wissen, sein Schatz ist hier irgendwo im Patty Dschungel. Labert ohne Ende. Das geht mir so auf die Eier. Achso, was noch ganz wichtig ist. Wir sind jetzt nicht mehr der Typ von Risen 1 und Risen 2. Das im dritten Teil von... Wer bist du denn? Im dritten Teil von Risen spielen wir eine andere was Person. War das? Dazu kommen wir später noch. Als wenn dort ja, das gerade ist. Noch. Ja, wie gesagt, erkläre ich euch alles noch. So. What the fuck, was bist du denn? Du bist ein bisschen heftig, oder? Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser. Dieser Fleischfresser, ja, ich hab direkt mal weggemacht. Ich würde mir gerne mal ein bisschen Proviant auf das Dings legen und ein bisschen Fusel. Ja, hier steht übrigens, was das heilt, ne? Also Proviant heilt 20, Blutregeneration. Fusel ist Instant, also ist Rum und Fusel sind halt so die Heiltränke, ne? Das ist ja so immer noch das Piratenthema. So, was soll ich machen? Ich habe jetzt nicht zugehört. Wir werden einfach mal... Ist eigentlich noch da? Ach, hab ich den getroffen? Drachensnapper, alles klar. Ja, das meinte ich mit, ne? Die Viecher aus den Gothic-Spielen gibt's wieder. Bam. Erlege den gefährlichen Fleischfresser. So, wir gehen aber erstmal hier links lang, denn da zeigt der Pfeil auf der Karte hin. Das markiert uns, wie gesagt, den versteckten Schatz dieses einen Piraten oder was auch immer das sein soll. Ich nehme an, das war ein Pirat. So, was finden wir hier Schönes? Also, es ist alles sehr schön bunt hier am Anfang. Wie gesagt, wir sind nicht mehr der Held aus Risen 1 und 2. Hier hat jemand etwas vergraben. Wir sind auch nicht der Held aus Gothic, genau? Keine Frage. Eine Markibäre. Das Schöne bei Risen ist, die ganzen Bären und sowas, das wird alles als Proviant zusammengefasst. Fleisch, Bären, egal was du sammelst, es wird als Proviant genommen. So, wie sieht's aus? Bin ich jetzt schon an der richtigen Stelle? Die müsste hier ungefähr sein. Ja, da sieht man's. Genau, dann graben wir mal den Schatz aus. Wir haben ja gerade irgendwas gefunden, eine Schatzkarte bei diesen Piraten, ne? Und deswegen, ja, ihr wisst schon. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Patty, du gehst mir wirklich auf die Nerven. Du brauchst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. 1080 Gold. Was ist denn das für eine komische Zahl? Großartig. Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ein Goldsack. Hey. Krog? Ich hab doch gerade einen Goldsack gelesen. 50 Gold. Juhu. Juhu! So, Goldklee. Ja, die ganzen anderen Pflanzen, es gibt halt noch so die normalen Pflanzen, sowas wie Goldklee. Das wird in Benutzbares, wird das in Benutzbares eingeordnet? Ja, tatsächlich, okay. Übrigens, ihr dürft gern dann später noch was dazu sagen, ob euch das passt mit der Auflösung, mit der Grafik, mit dem Ton, ob das alles passt zwischen Lautstärke, von der Lautstärke zwischen Spiel und mir. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, sei es mein Face da oben links in der Ecke oder sei es... Das Face von dem da. Schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt es in den Chat, je nachdem, wo ihr anschaut. Ne? So, und jetzt geht's hier weiter. Hier ist der nächste, der tot rumliegt. Der nächste Pirat. Oh, Futter für die Raubtiere. Das ist ja eklig. Ein kleiner Tempel. Ich kann die Fresse was nicht halten. Passiert, so eine Scheiße. Wenn man an den Hebel da drüben zieht. Das weiß ich auch nicht. Oh, ein versteckter Hebel. Hebel drücken? Ja. Wer wird es nicht tun? Pokémon 1 Anspielung, also aha. Pokémon Blau und Rot. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Zum Beispiel eine kleine Truhe. Hallo Truhe, wie geht's dir? Gibst du mir deinen Inhalt? Danke. Drei goldene Fackel, danke. Schön. Ein sehr altes Buch. Ah, Buch. Der Donner durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier.
Ist das jetzt, was ich denke? Kurze Info. Inventar. Nee. Logbuch. Ach, Sammlung, genau. Hier gibt es wieder diese legendären Gegenstände. Bei Risen ist es immer so, da kann man seine Fähigkeiten, ne? Es gibt ja die Fähigkeiten, so Nahkampf, Fernkampf und so weiter. Und in diesen Fähigkeiten gibt es die Attribute. Vielleicht ist es auch noch ein kleines bisschen anders gemacht hier. Und das kann man dann entsprechend... Ach so, nee, genau, das sind die Attribute. Hallo, ne? Und das sind die Fähigkeiten. Und hier hat man verschiedene Fähigkeiten drin. Und die Attribute und so weiter und so weiter. Lernt man... Ne, als Verbesserungen zum Kämpfen und so weiter. Und dann hast du diese legendären Gegenstände, die immer irgendwie so ein Attribut oder so eine Fähigkeit erhöhen. Dazu kommen wir später. Und da gibt es halt immer solche Hinweise, wo die legendären Gegenstände denn zu finden sein könnten. So. Soviel erstmal dazu. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oder? Ah ne, hier ist der Tempel. Ach Gottchen. Dann war alles richtig. So. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich hier am Weg halten sollte. Da hinten. Was ist denn da Schönes? Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Wir können nochmal hier so ein kleines bisschen erkunden. Ich meine, es gehört zu Risen dazu, ne? Wer schon mal Risen Gothic, was in der Richtung gespielt hat oder ein vergleichbares RPG, der weiß, wie man sowas macht. Man sucht jede Ecke ab, die man finden kann und versucht, alle möglichen Items und Gegenstände einzusacken, damit man reich und noch reicher wird und ja, sich alles kaufen kann. Rum und Frauen und eine schöne Versicherung für unser Schiff, falls wir eins haben. Wir haben eins. Ja, für unser Schiff. Genau. Punkt. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Warum müsste es das hier geben? Kannst du mir das mal erklären? Hallo. Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Nee, sehe ich nicht so. Nee. Gottlieb. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, das alles hier zu sammeln. Sind ja eh noch ganz am Anfang. Eigentlich müsste man gerade viel sammeln am Anfang. Das ist übrigens nicht ganz vergleichbar mit Gothic wieder mal. Ich finde, Gothic ist am Anfang immer ein bisschen anders gewesen. Ja, ich kann das gar nicht erklären, wie ich das meine. Also so ein bisschen anders. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich damit sagen möchte. Tja, also hier ist gar nichts. Ich weiß nicht, was Patty mir hier erzählen will, dass wir hier irgendwas finden könnten, was die ganze Sache erleichtert. Morscher Baum. Ja, genau. Und jetzt... Hallo? Später. Patty... Geh da weg. Oder ich raste aus. Aber richtig. Boop. Boom. Ja, eine ganz merkwürdige Geschichte. Wir haben ein bisschen an der Wurzel gewackelt. Und da fällt der ganze Baum um. Logisch. Was denn sonst? So, und dann geht's hier rüber. Und dann schauen wir mal. Aber ja, also wie gesagt, ich finde die erste Insel ist ein bisschen sehr bunt. Es sieht gut nicht gemacht. Ganz schlecht aus. Gut lass uns gemacht. Weitergehen, wow, Brüderchen. Das war Brüderchen, da kam der erste Hinweis. Ja, wir sind da wieder Crow. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Wirklich, Patty. Versteckte Täler sind genau dein Ding. Ich lasse das mal unkommentiert. Nahezu. Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Ich weiß der eine oder andere, worauf ich hinaus möchte. Alte Ruinen. Juhu. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Okay, ja. Sieht ganz gut aus. Was ist das denn? Ein Gorilla! Feuer! Schlag! Ins Gesicht! Oh Gott, ihr seht vielleicht, dass ich das Kampfsystem noch nicht so richtig beherrsche. Nicht, dass ich hier sterbe. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Eine Fackel? Hallo, Gorilla, hast du nichts bei dir? Später vielleicht. Oh, Patty, du gehst mir auf die Eier. Jedes Mal, wenn ich mit jemandem reden will oder wenn ich jemanden looten will, kommst du mir in die Quere. Wo müssen wir denn hin? Ah, ein Ghoul! Oh, ich hasse Ghoule. Risen 1, Ghoule. Oh, furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Autsch, autsch. Ja, hau mal drauf, Patty. Bam! Und einen Knochen erhalten. Silberteller. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das lohnt, das zu sammeln. Ich werde euch dann später noch erklären, warum ich mir da nicht sicher bin. Aber mal schauen. So, das war erstmal ein Ghoul. Ein Ghoul. Oh yeah. Und was gibt's hier Schönes? Ja, wir sind ja erstmal ein paar Ruinen drin, ne, wo man vielleicht den ein oder anderen Gegenstand noch einsacken kann. Goldpfanne. Nice. Eine Voodoo-Puppe. Und ja, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich jetzt hier spielen werde. Es gibt ja wie immer so ein paar Gilden, die man sich anschließen kann. So ganz typisch Gothic Risen-Style natürlich, ne? Und ich habe mich dieses Mal noch nicht entschieden, was ich machen möchte. Krallenaffen, hallo. Ach, ich hasse euch.
Ich muss mal ein bisschen. Ich sehe nichts. Wo ist denn Petty eigentlich? Ich habe hier ein bisschen wenig HP, so. Nicht, dass ich hier noch sterbe im Anfangsgebiet. Das wäre ja richtig schlecht. Aber da ist noch einer. Ich bin tot. Nice. Verdammt. Okay, so ein Scheiß. Ich dachte, ich habe noch genug HP. Also, gut, dann würde ich gleich mal an der Stelle sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Ich habe gedacht, ich habe schon alle gekillt und der eine Affe hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Okay, also in der nächsten Folge geht's weiter. Schaut euch auf der Endcard um, da gibt es noch ein paar Informationen. Und ja, sobald wir dann mit diesem, ich nenne das immer noch Tutorial-Gebiet, fertig sind, warum, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, nehme ich an. Ne, dann geht's richtig ab und dann schauen wir mal, ob ich mich bis dahin wieder ein bisschen eingespielt habe. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit ist Risen 3 für heute schon wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne Bewertungen dalassen, kommentieren, liken und alles, was euch sonst noch so einfällt. Außerdem könnt ihr euch gerne mal noch ein bisschen auf meinem Kanal umschauen, denn da gibt es noch ein paar andere Projekte, die euch durchaus interessieren könnten. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.